Jetzt, wenn dazu käme Schuldenerlass, Sie haben in der Tat recht, das Problem ist weniger der Austritt aus dem Euro, als vielmehr eine Kettenreaktion, die es gäbe, wenn man Griechenland jetzt grundlegend die Verträge ändert für Spanien, für Italien, für Portugal. Deswegen glaube ich, dass wir gut beraten sind, mit Vernunft, aber auch mit Konsequenz, diesen Weg einzufordern. Und ich glaube, er muss abrüsten. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass es einen extrem negativen Jojo-Effekt gäbe, wenn Griechenland einfach die Zeit zurückdreht, weil ich auch nicht glaube, dass diese Regierung, auch wenn es nur zwei Sitze sind, in dieser Konstellation gebe ich dieser Regierung keine lange Zeit. Jedenfalls für wirtschaftliche Investitionen ist das eine höchst instabile Regierung. Deswegen sind wir gut beraten, um nicht mehr Geld in irgendeiner Form zu gefährden, den jetzigen Kurs einzuhalten. Aber diese Kettenreaktion beim Austritt. Diese Kettenreaktion, die ist uns damals, was das Problem zum ersten Mal auf dem Tisch war. Wenn man jetzt nachgibt auf andere Staaten. Ja gut, aber das ist genau das, was natürlich massiv vor 3, 4 Jahren hochgehalten wurde. Also Griechenland, dann bricht der Euro auseinander. Ich frage mich, wo der Euro auseinanderbricht, wenn ein kleines Land rausgeht. Kettenreaktion, das Letzte, was dann stand, dann gibt es Krieg in Europa. Den haben wir jetzt aber an anderer Stelle. Also das, die Banken haben sich darauf eingerichtet. Und das Problem dieser Sparpolitik ist doch, dass es natürlich letztlich, und das merken auch die Bevölkerung in beiden Länder, die deutsche Bevölkerung zahlt es und die griechische Bevölkerung zahlt es. Es sind ja die Griechen, die ebenfalls leiden. Und Goldman Sachs und andere, die tatsächlich es mit verursacht haben. Ich kenne jemanden, der in dem Raum war, wo die Derivate gemacht wurden, mit denen sich Griechenland hineingemogelt hat bei Goldman Sachs. Die haben wir tatsächlich freigekauft, wie Frau Wagenknecht es sagt. Und da muss eigentlich eine Veränderung in der grundlegenden Politik her. Ich glaube, wir haben 4 Jahre, 5 Jahre eine fehlgeleitete Politik gehabt. Und selbst wenn diese Koalition etwas komisch anmuten mag, also ein bisschen schon fast die Linke und AfD, das sind eigentlich die einzigen Parteien, die dafür eine andere Politik stehen. Alle anderen Parteien sind sich da ja einig, wie die Länder auch. Und dieser Euro hat in eigentlich auch auf die Demokratie bedenkliche Konsequenzen gehabt. Wir haben über 12 Regierungen abgewählt im Zuge der Euro-Krise, und zwar von links nach rechts oder von rechts nach links. Immer die, die drin waren, wurden abgewählt, und dann kamen die Sozialdemokraten oder die Christdemokraten, gingen raus. Also es ging immer genau gegen die, die zur Zeit der unpopulären Maßnahmen im Amt waren. Das heißt, der Euro hat da natürlich doch sehr stark auch die Demokratie eingeschränkt. Also weil die Regierungen gewechselt haben, ist die Demokratie eingeschränkt? Ich hatte immer das Gefühl, dass das Wesen der Demokratie sei, dass man Regierungen abwählen kann, ohne einen Bürgerkrieg führen zu müssen. Und das genau ist passiert. Und im Übrigen gibt es eine ganze Reihe anderer europäischen Regierungen, zum Beispiel in Irland oder in Portugal, vor allem in Irland, da ist derjenige, der diesen Sparkurs und den Reformkurs vor allen Dingen verfolgt hat, dann wiedergewählt worden, weil es dem Land einfach besser ging. Und das Paradoxe ist doch, dass Griechenland offenkundig gerade anfängt zu wachsen. Ich glaube, es hat sogar im letzten Quartal die größte Wachstumsrate gehabt aller europäischen Länder. Und in dem Augenblick wird jemand reingewählt, der das möglicherweise, wenn das falsch anfängt zumindest, mit einer großen Mehrheit reingewählt. Nein, aber ich meine, das stimmt doch einfach so nicht mit dem Wachstum. Also Griechenland ist insgesamt um 25% eingebrochen in den letzten Jahren. Und gegenüber dem Spitzenjahr 2009. Sie müssen von den Ausgaben gigantisch, das ist wie in der großen Wirtschaftskrise. Und es ist insgesamt, im letzten Jahr sind die Schätzungen um 0,6% gewachsen. Also nach einem Einbruch um ein Viertel, dann um 0,6% und auch das ausschließlich im Tourismus. Die Industrieproduktion ist weiter rückläufig. Also da kann man doch nicht ernsthaft sagen, da geht was aufwärts. Also die Lebenssituation von so vielen Menschen hat sich dramatisch verschlechtert. Es gibt Einkommensgruppen, die haben die Hälfte ihres Einkommens verloren. Also die noch arbeiten, die keine Arbeit mehr haben, haben teilweise alles verloren. Also die Situation ist doch fürchterlich. Ich habe einen Eindruck bekommen von der Lebenswirklichkeit in Athen. Will ich überhaupt nicht bestreiten, aber offenkundig ist es doch durch eine Talsohle gegangen. Jetzt eben ankündigen, Herr Blume. Es ist jetzt in eine gewisse Stagnation gemündet. Darf ich das gerade mal eben sagen, wenn wir über die Lebenswirklichkeit reden? Wir haben gleich jemanden da, Frau Netters, haben Sie war vor 2,5 Jahren bei uns in der Sendung, und sie wird uns mal erzählen, was das im Alltag bedeutet. Sie leitet ein Altenheim in Athen und wird uns mal sagen, was wirklich im Detail in der Lebenswirklichkeit das bedeutet, wenn dieses Sparpaket. Darf ich das gerade noch mal sagen? Wachstum, okay, ich gebe Ihnen ja recht, es ist noch kein riesiges Wachstum, wo Sie sagen, komm, das Heil ist irgendwo zu sehen. Der Punkt ist, dass sich strukturell leider nicht viel verändert hat. Dass die Griechen zu wenig produzieren und zu wenig exportieren. Und die Mittel, die sie reinbekommen haben, Sie haben vorhin gesagt, alles bei den Banken gelandet. Das ist zum Teil zur Zinszahlung und zur Tilgung. Und auf der anderen Seite, und das ist das Drama, dass sie damit Importe finanzieren,
Sie haben zum Beispiel für Brot kein Getreide da und müssen das importieren. Und das, diese strukturellen Veränderungen, die müssen weiter angeschoben werden. Und da glaube ich allerdings nicht, dass die Linke das macht. Wenn ich sehe, was ihre linke Plattform, das ist ein Teil der linken Partei, das sind so die Kommunisten und Sozialisten, die heißt linke Plattform in der Linken da unten, was die vorhaben, Verstaatlichung des Bankensystems, alle möglichen Dinge, nur Sozialleistungen ohne Ende. Dann allerdings ist dieser Herr sehr schnell mit seinem Latein am Ende, muss ich Ihnen sagen. Nein, nein, denn also Sie haben 30 oder 40% ist diese linke Plattform bei Ihnen. Nicht bei Ihnen, Entschuldigung, bei den Griechen. Das Programm von Syriza ist zum einen tatsächlich da, wo dringend Not ist, auch zu lindern. Das heißt, Strom zu vergünstigen, Heizkosten, einfach wo wirklich akute Armut ist. Dann wollen sie weitere Arbeitsplätze schaffen. Okay. Und natürlich geht es um Investitionen. Aber genau das ist ja in den letzten Jahren nicht passiert. Also es wurde ja nicht mehr investiert, sondern die Löhne sind dramatisch gesunken, die Investitionen sind aber genauso gesunken. Und wenn Sie die Landwirtschaft ansprechen, das ist natürlich ein Problem. Aber dann müssen wir in die Vorgeschichte reingehen. EU-Subventionen haben im Grunde den Landwirten in Griechenland Anreize gegeben, ihre Felder stillzulegen. Die haben ja quasi ein fruchtbares Land, aber das wird nicht bebaut, weil das auch etwas damit zu tun hat, welche Politik die EU dort gemacht hat. Und natürlich müsste es tatsächlich wieder bebaut werden. Sie brauchen Frau auch eine Wagenknecht, industrielle gestatten Kapazität, Sie eine ganz schlichte aber Frage. Da müssen Sie investieren und ich nicht höre jetzt rückläufige immer, was Investitionen EU, haben. Was andere falsch gemacht haben. Gibt es irgendetwas, was die Griechen selbst falsch gemacht haben? Ja, das ist doch griechische Politik. Also ich meine, Alexis Tsipras ist ja angetreten gegen dieses ganze korrupte Kartell, was dort in Griechenland über Jahre regiert hat, von zwei Parteien, von einer Oberschicht, die sich die Taschen vollgeschlagen hat. Und was ich nur fragwürdig finde, ist, warum die deutsche Bundesregierung bei jeder Wahl solidarisch genau mit den Parteien war, die Teil dieses korrupten Systems gewesen sind. Er ist ja dagegen angetreten. Jetzt ist endlich die Chance, tatsächlich dort rauszukommen. Fragen Sie das doch mal Herrn Söder, der sitzt rechts neben mir. Also ich finde es schon auch ein bisschen mutig. Also auf der einen Seite jetzt, also weil es einer von der Linkspartei ist, ist alles gut und vorher waren die demokratisch gewählten Vertreter alle Verbrecher. Ich finde solche Einschätzungen, alle sind korrupt und nur wir sind die Guten, die kann ja, nie stimmen. Natürlich das gab immer, es in Griechenland eine unglaubliche sein. Korruption, das zwei, können Sie doch ja, nicht bestreiten. Aber da wollen wir mal gespannt sein, was jetzt die Linkspartei alle so macht, wenn man sie kennt. Das Zweite ist, was ich mir Sorgen mache, in Europa sind wir tatsächlich, und da widerspreche ich etwas, was vorhin gesagt wurde, ist in den letzten Jahren auf keinem schlechten Weg. Es hat sich tatsächlich viel stabilisiert. In einer extremen Krisenphase weltwirtschaftlich haben wir vieles stabilisiert. Wir sollen jetzt diesen Weg zu Ende gehen. Das ist wie bei jeder Diät, die man macht, wie bei jeder Veränderung, die man macht, bei jedem Prozess. Wenn man mittendrin abbricht, obwohl man erste Erfolge hat, wird der Effekt so eine starke Rückkopplung sein, dass er den Griechen selbst am meisten vor die Füße fällt. Und die Reformen, die Herr Tsipras ankündigt, ist im Wesentlichen, wenn ich das alles gelesen habe, eine 13. Rente, Strom kostenlos, Gesundheit umsonst. Die Beschäftigung soll vor allem im öffentlichen Sektor sein. Das, was Griechenland ohnehin schon wahnsinnig vorher hatte, das haben sie Gott sei Dank abgebaut. Alles verstaatlichen. Diese Modelle haben noch nie wirklich ökonomischen Sinn gehabt. Das ökonomische Programm von ihm wird nicht funktionieren. Und wenn das einzige ökonomische Programm ist, zu sagen, die anderen sollen bezahlen, das ist auf Dauer nicht akzeptabel in Europa. Wir wollen keine Schulden. Sein Programm ist das aber nicht, sondern sein Programm, und das ist das Neue, ist ja tatsächlich endlich an die Vermögen der Oberschicht ranzugehen, an die Vermögen dieser Räder, an die Vermögen dieser Oligarchen, die eben Teil auch dieses korrupten Systems waren. Da ist bisher keine einzige Partei rangegangen. Was wollen Sie machen damit? Beispielsweise eine Vermögenssteuer, mit der man dann sinnvolle, auch soziale Maßnahmen finanziert. Alexis Tsipras geht ja nicht hin und sagt, die EU soll jetzt bezahlen oder die Eurozone soll bezahlen, damit in Griechenland das soziale System ausgebaut wird. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um die Altschulden, die eben nicht weiter bedient werden können in diesem Maße wie bisher. Aber sie wollen natürlich vor allem auch an das Geld derer ran, die bisher immer profitiert haben. Und das ist doch absolut sinnvoll. Das ist auch das, was wir europaweit brauchen. Also wenn Sie sagen, Europa ist auf einem guten Weg, dann gucke ich mir wirklich an, was haben wir in Europa? Wir haben eine wachsende Ungleichheit. Wir haben eine Mittelschicht, die immer schmaler wird. Wir haben immer mehr Armut. Das ist doch ein falscher Weg. Wir brauchen doch endlich einen Weg, wo die wirklichen Krisengewinner, die oberen 1%, die bisher nur abgesahnt haben, die mehr Vermögen haben als vor der Krise, die endlich zur Kasse bittet. Und das ist das, was Syriza will, und das brauchen wir europaweit. Ja. Wenn Sie an die Solidarität der Deutschen appellieren, zum Beispiel auch einen Schuldenschnitt zu akzeptieren, der roundabout 45 Milliarden Euro kosten würde, direkte Steuergelder in Deutschland. Da würde ich Ihnen gerne mal spontan das vorspielen, was wir heute Mittag in
Düsseldorf uns abgeholt haben. Und wir mussten dafür nicht lange drehen. Ein Wort an die Griechen. Liebe Griechen. Liebe Griechen, bleibt in der EU. Auch wenn ihr links gewählt habt, bedenkt die Folgen dessen, was ihr euch jetzt vorgenommen habt. Haltet die Regeln ein. Verträge erfüllen und Schulden zurückzahlen. Das muss man. Ihr müsst aufpassen, dass ihr jetzt nicht denkt, dass nur weil die Regierung sich geändert hat, dass ihr gar nicht mehr sparen müsst. Ja, liebe Griechen, dass das so weit gekommen ist, wie es jetzt ist, da seid ihr selber in Schuld. Ihr seid nach Afrika das korrupteste Land. Da muss ich euch mal sagen, ihr müsst euch mal das Geld nicht von uns Steuerzahler holen. Ihr müsst das Geld von euren Reichen, weil die reichsten Menschen der Welt sind Griechen. Da müsst ihr euch das Geld mal hier, nicht von uns armen Steuerzahlern. Liebe Griechen, ganz ehrlich gesagt, wir haben euch Geld zur Verfügung gestellt, um euch wieder ein bisschen auf die Füße zu stellen. Ich fände es nett, wenn wir es auch zurückbekämen. Viel Erfolg dabei. So kurz und knapp. Bitte. Frau Wagenknecht, ist Ihnen aufgefallen, der nette Herr im rheinischen Slang, der hat eigentlich dasselbe gesagt wie Sie. Ja, was, ja, aber er erwartet was völlig. Ich weiß es halt, Herr Blome, lassen Sie mich gerade die Frage stellen. Aber er erwartet was ganz anderes als Sie. Er erwartet nämlich Rückzahlung, er erwartet Vertragstreue. Er sagt dasselbe, hat aber einen anderen Schluss. Und wir haben eben die Zahlen gehört, die allermeisten Deutschen tun das. Naja, das Problem ist ja, wenn Griechenland mit einer anderen Politik wieder auf die Beine kommt, ist zumindest die Chance, dass ein Teil des Geldes zurückkommt. Wenn Griechenland weiter zusammenbricht, werden wir gar nichts von dem Geld wiedersehen. Aber nochmal, wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass dieses Geld wirklich nach Griechenland geflossen ist. Also, dass dieses Geld abzuschreiben ist, hat damit zu tun, dass es falsch eingesetzt wurde. Haben Sie schon gesagt, Herr Blome? Und das ist das Problem. Haben Sie gesagt, Herr Blome? Das stimmt, Frau Wagenknecht, in jedem Satz haben Sie ein ganz kleines bisschen recht und dann kommt eine Menge, Entschuldigung. Natürlich richtig, richtig ist, natürlich müsste man die reichen Griechen mal schärfer besteuern, als das bislang der Fall gewesen ist. Und richtig ist auch, Herr Samaras, der ein paar Jahre Zeit hatte, das zu machen, ist daran einfach gescheitert. Und offenkundig haben es auch die Troika, die ja sonst sehr viel Einfluss in dem Land hat, es nicht geschafft, eine ordentliche Steuerverwaltung dahinzustellen, dass man wenigstens mal reiche Leute, und sei es nur mit einer Einkommensteuer, ernsthaft belangen kann. Und es wurde eine Poolsteuer eingeführt, die ist aber nicht eingetrieben worden. Und. Insofern, das Land ist wirklich noch nicht richtig weit genug mit seinen Reformen, ist also aus diesem jetzt quasi machen zu lassen, was es will, kann nicht die Lösung sein. Ich glaube, die müssen schon ein bisschen noch weiter begleitet werden und in diesem Fall auch, wie gesagt, eine Reichensteuer ernsthaft mal eintreiben. Ich glaube, es gibt sogar die Steuer, aber sie wird halt nicht eingetrieben. Und was das dann mit dem Schuldenschnitt zusammenhängt, das kann ich nicht verstehen. Wenn es denn mehr Einnahmen gäbe, und zwar von den richtigen, in ihrem Sinne sogar, dann könnten die Griechen ja möglicherweise auch ihre Schulden bezahlen. Und die sind so weit gestundet, dass man schon, glaube ich, noch ein bisschen Hoffnung haben kann, dass das auch gelingt. Denn die Zahl, die immer mit der man jongliert wird, 175% Schuldenstand vom Bruttosozialprodukt, das hängt auch ganz stark damit zusammen, dass das Bruttosozialprodukt gesunken. So scharf gesunken ist. Das heißt, wenn es anfangen würde zu wachsen, würde diese Zahl, das ist ja letztlich eine Bruchrechnung, würde diese Zahl von 175, die in der Tat zu groß ist und zu schwer wiegt, sehr schnell auch sinken. Herr Plastik, also wenn Sie Wachstum erzeugen können und ein bisschen mehr Einnahmen generieren würden, dann müsste man beinahe optimistisch sein, was wir vor zwei Jahren hier eindeutig nicht waren. Aber ich jetzt wollte, Herr Lehmann, ich wollte bei der Umfrage auch mal was sagen. Liebe Griechen, an sich müsste der Schäuble sein. Wir danken euch, dass wir mit Zinsen leben, die mir es ermöglicht haben, Schäuble, die schwarze Null zu erreichen. Wir haben nämlich 42 Milliarden Euro an Zinsen gespart, seitdem diese Europäische Zentralbank diese Politik macht, immer weiter die Zinsen runterzuschrauben. Die deutsche Wirtschaft freut sich. Sie kann sich fast zu null finanzieren mit Investitionen. Sie kann umschulden zu einem Satz, den hat es noch nie so gegeben. Der einzige Gekniffene, das ist der Sparer. Und da muss ich ein bisschen mehr Fantasie jetzt walten lassen, um zu seinem Geld zu kommen. Aber das sollte man den Griechen auch mal. Wenn ihr nicht gewesen seid mit den anderen Ländern, hätten wir wesentlich höhere Zinsen bezahlen müssen. Und insofern kann Herr Schäuble sagen, ich habe eine schwarze Null. Frage mal, die Griechen haben wesentlich mit dazu beigetragen. Aber Herr Lehmann. Aber ja. Herr Otte. Das ist... Das sagen Sie so schön, Herr Lehmann. Der einzige Kniffen ist der Sparer. Diese niedrigen Zinsen haben doch niemandem geholfen. Die haben die Sparer, also Herrn Schäuble haben sie geholfen, natürlich, und den Staaten. Aber die Sparer sind gekniffen. Der Wirtschaft auch. Nur bedingt. Nein, mit den niedrigen Zinsen haben Private Equity Firmen den deutschen Mittelstand aufgekauft. Es ist viel an deutschem Aktienbesitz ins Ausland gewandert. Deutsche DAX-Konzerne sind zu 70% mittlerweile in ausländischer Hand. Diese niedrigen Zinsen sind falsch für Europa. Wir bräuchten ein unterschiedliches Zinsniveau für unterschiedliche Länder. Europa steht insgesamt auch nicht gut da. Herr Söder, Sie haben gesagt, wir stehen ganz gut da. Deutsche Investitionen fließen jetzt aufgrund der Situation in Europa immer noch
überwiegend von den Großkonzernen Richtung USA. Diese ganze Unruhe in Europa ist ein Industrieförderprogramm für die USA. Und wir machen in Europa immer noch eine Sparpolitik im Haushaltsbereich. Also da ziehen wir die Handbremse. Und bei der Geldpolitik, das macht die EZB, die tritt das Gaspedal. Und das ist die Politik, die wir in Europa fahren. Und die kann auf Dauer nicht gut sein für Europa. Darf ich einen kurzen Satz?